Ich werde angerufen. Okay. Hallo. Hi, hier ist Lia. Bonusel. Ich hab dir doch von diesen Russen erzählt, richtig? Die sind ganz schön bedrohlich. Würfelpark oder was? Ja, weil wir... Halt die mal hin. Mach ich. SO doppel Induktion. Wo bist du? Friseur Rückfahrt, weil ich gerade Kai bin. Ich brauch dich ganz kurz, ich nehm dich ganz kurz mit. Oh fuck, shit, Digga, ich hab meine Waffe nicht dabei wegen dem Gang War. Donny, du musst mich jetzt retten, hast du eine Waffe dabei? Natürlich hab ich eine Waffe dabei. Ah, oh, shit. Der Brunnen ist übrigens sehr hübsch. Und wer sind diese gottverdammten Typen wieder hier? Mein Name ist Sonny Montana, du machst den Abgang, hast du mich verstanden? Ah, oh, der hat noch so ein Vollidiot, Mann. Kannst du bitte gehen, Mann? Der sieht auch aus wie einer. Du hast mich Vollidiot genannt, ist das dein Ernst? Ich nenn dich auch Pussy. Ich nehm dich jetzt hier auseinander. Hey Sonny, wann kommt denn deine Freunde? Sollen wir nicht direkt loslegen, Mann? Die sind schon da. Dann nimm dein gottverfickten Hände hoch, Motherfucker. Nimm deine Hände hoch. Ich soll mein Hände hoch machen. Du machst besser deine Hände hoch jetzt, oder du bist tot, du kleine Fotze, Alter. Scheiße, ich hab keine Waffe dabei, Bruder. Ich hab alle drei geholt. Was geht, Flatello? Nicht viel bei dir. Ich kann gerade nicht. Hör auf die Nanny jetzt, aber sofort. Ja, wir sehen uns gleich. Ich hab alles stabilisiert. Ich weiß. Jetzt IAA und so, gell? Ich weiß. Alles klar. Ist da liegt dann alles von uns am Boden. Kann da jemand ein Stat mitgeben? Ich glaube Donny auf jeden Fall. Fratello, wir haben hier ein Problem, Digga. Zwei RTWs sind jetzt hier am Würfel. Ich hab keine Ahnung. Hey, der RTW. Unsere Jungs liegen hier. Wir müssen den RTW bearbeiten jetzt. Scheiße. Komm. Wir müssen unsere Jungs da rausholen. Ganz wichtig, Bruder. Ganz wichtig. Ich werde den RTW jetzt bearbeiten. Achtung. Nee, ist nicht. Medic. Überall kam auf einmal Kugeln. Kurze Frage. Ja, bitte alle mal den Medizinern Platz machen. Kümmern Sie sich bitte um den Kollegen und um die Dame bitte hier auf jeden Fall. Den geht's ganz schlecht. Das können eure Leute liegen da hinten machen. Das ist gerade schlecht. Ah, oh mein Gott! Ah. Ja, dem geht's auch ganz schlecht. Ja, wer hat mich gerade aufgehoben? Ich war. Danke, dass du gekommen bist. Jung und Arm haben sich schon Stabilisation auf jeden Fall. Der Jumpy hat nichts gemacht. Den Italiener müssen Sau mitnehmen, dem geht's richtig schlecht, ne? Sind das Russen oder was? Zu welchem Krankenhaus fahren sie gleich? Ja, sind es, die waren mega fresh, Bruder. Die nehmen uns nicht ernst, ne? Also richtig frech. Medic, zu welchem Krankenhaus fahren sie gleich? Ja, die wollen eure Leute durchsuchen. Ja, wir müssen das umgehen jetzt. Ja, ich hab schon gesagt, dass die nichts damit zu tun haben, ne? Danke euch, Jungs. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich hab auch einen Schuss abbekommen. Ich hab eure Leute gesehen. Da waren so scheiß Russen, Mann. Die machen richtig Welle, Digga. Wer denkt ihr, wer die sind? Hey, Sonny. Ja? Hab ich eine Waffe in der Hand? Bruder, ich küsse dich. Was geht ab, Mann? Geht's den Jungs gut? Ich hoffe es. Die müssen hier lebend rauskommen, Bruder. Sonst wirst du es nicht. Können Sie den hier? Dem geht's schlecht, bitte. Danke. Lassen die sterben? Du heilige Scheiße. Kümmern uns um sie. Die Dame, in welches Krankenhaus geht es, wenn ich fragen darf? Warum wollen Sie das wissen? Na, warum will ich das denn wissen? Weil ich vielleicht Patienten abholen will. Naja, lassen Sie die Dame jetzt die Kranken da vorne behandeln. Ja, sicher. Ja, ich will doch nur wissen, wohin es geht, ja? Ach, leck mich doch. Chef, wo geht's hin, in welches Krankenhaus? Wenn Sie es zum Brennen wissen wollen, dann fahren Sie doch hinterher. Machen Sie doch sowieso. Ob mir jetzt jemand sagt, wo es hingeht oder ob ich sterbe, ist doch dasselbe oder nicht. Also, aber ist okay, ihr müsst es mir nicht sagen, ich fahre hinterher. Officers! Also, die jetzt, westlich vom Würfelpark. Die haben dieselbe Kleidung an, was die ich abgeballert habe. Du kleine dreckige F*** hier auf deinem scheiß Boden, Alter. Merk dir meine scheiß Fresse, du kleine F***, Alter. Ich werde dich auseinandernehmen, wenn du das hier noch überlebst, du kleine dreckige F***, Alter. Was denkst du eigentlich, wer du bist, du kleine Ratte, Junge? Ich nehme dich auseinander, du kleine Scheißhaufen, Alter. Was denkst du, wer du bist, du hast dich mit dem Teufel angelegt, du kleines Scheißkind? Hä? Hä? Wenn du das hier überlebst oder wenn du überhaupt noch zuckst, Alter, glaub mir, ich nehme dich auseinander von A bis Z, du kleine Scheißratte, Digga. Warte ab! Halt deine Fresse und verbrenn in der Hölle oder wir sehen uns wieder! Lass mich doch was sagen! Er kommt wieder. Das ist der Fall auf 180, Mann. Ja, Mann, so ist ein ganz schneller. Guck mal, wie er rennt. Das ist ja richtig krass. Was ist los? Zu wem rennt der? Was passiert? Warum liegt der, Mann? Ich bin Sonny Montana, die Digga, was ist los, Mann? Der kommt und geht. Geh mal weg, Digga. Was ist los mit dir? Das ist Sonny, Mann. Die Nummer 1 hier im Starter, Mann. Der ist, sobald geschossen wird, rennt der, Mann. Weißt du, wie schnell der ist? Scheiß am Fuß im Bolt. Sonny Montana ist die Nummer 1. Ja, hier ist Lia.
Lia, du hast jetzt eine ganz spezielle Aufgabe. Du hörst mir jetzt ganz gut zu, hast du mich verstanden? Ja. Meine Jungs sind gerade wegen so einem scheiß kleinen Kackhaufen draufgegangen, ja? Ja. Wenn nur einer von meinen Jungs jetzt im Knast landet, wegen diesem kleinen Scheißhaufen, okay? Ja. Dann ist hier aber nicht mehr die Hölle, dann wird aus Los Santos ein Vulkan, hast du mich verstanden? Aha. Wenn nur einer meiner Jungs im Knast landet, du wirst mich jetzt informieren und sagen, ob dieser scheiß kleine, dreckige Kack-Juri, kleine Ratte, überlebt, okay? Hast du mich verstanden? Mach ich. Wenn die kleine Drecksau überlebt, was ich sehr hoffe, wirst du nicht sagen, dass sie jetzt einen Feind hat. Du wirst mir aber sagen, wo er ist. Hast du mich verstanden? Selbstverständlich, ja. Das ist deine Aufgabe, Lia. Wie sieht's denn mit der Polizei aus? Alles abgesichert. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 Polizeiwagen. Lia, guck, dass ich meine Fratellos da rauskommen. Tu, was du tun kannst. Wir telefonieren. Arrivederci. Ja? Wie geht's euch? Ja gut, aber Tammo will nicht so richtig hören, ich muss den voll abhalten. Wenn der jetzt nicht hört, dann rast ich aber aus. Der wird jetzt hören, was du sagst, weil ich bin gleich bei euch. Ich habe hier, hab hier nur ein ganz dickes Problem, weil meine Fratellos gleich im Knast landen und das darf nicht passieren. Wenn der jetzt nicht Tammo auf dich hört, dann werden an seinem scheiß Geburtstag die Ohren lang gezogen. Bist du sauer? Ich bin richtig sauer jetzt. Ich mein's gerade richtig ernst, ich habe schon geschrien. Ehrlich? Das aber sowas von. Jetzt viele Cops, da können wir nichts machen, ich schwöre, Tammo hört überhaupt nicht, ne? Du sorgst jetzt dafür, dass er hört. Er hört. Ich mein's jetzt ernst. Nee, er hört jetzt, doch, er hört jetzt. Nö. Er wird jetzt auf dich hören. Nö. Wie nö? Nö, er sagt einfach nö, er steht neben mir und sagt nö. Das ist jetzt deine Aufgabe, dass du ihn dazu bringst, dass er auf dich hört, hast du mich verstanden? Nee, wiederhol's bitte nochmal. Du guckst jetzt, dass er auf dich hört. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. Das laufen. Arrivederci. Ich hab gehört, das war der Typ mit der irgendwie am Würfelpark irgendwas vorhin gemacht hat. Oder keinen Plan, kann den jemand identifizieren? Donny, du vielleicht? Am Würfelpark war waren Russen, die richtig fresh waren und das also sehr, sehr erniedrigend. Guck mal, der da hinten, der da wegrennt. Also ich habe einen gesehen, der ähnlich gekleidet war. Das könnte der gewesen sein. Moment mal. Dann hol ihn sofort her. Oh! Was machst du für Sachen? Junge, der springt da runter, Alter. Ja, auch hier genau diese Lücke rein. Ich ruf mal Medic. Ich bin absolut entspannt, mir geht's super, Leute. Alles gut, Bruder. Ich schwöre. Ich bin echt nicht sauer gerade. Ich bin nicht sauer. Alles gut. So. Dann kommen Sie mal mit. Ah. Auf die gegenüberliegende am besten. Ich mag die am liebsten. Pass ich da drauf mit meinem Arsch? Ja, bestimmt. Ich hab einen dicken Arsch. Dö. Wo drückt der Schuh? Was ist überhaupt passiert? Es ging schneller bergab, als ich es vorher rausziehen konnte, ne? Bevor sie was rausziehen konnten? Naja, nichts rausziehen, alles gut. Ich steck da auch nichts rein oder so. Es ging einfach nur bergab, sagen wir es mal so. Schauen wir gleich nochmal. So, ich zieh erstmal die Schuhchen aus. Ja. So, kannst mal den anderen Schuh da nehmen, ne? So, dann schauen wir doch mal. So, dann werde ich ein bisschen hier die Beinchen hochkrempeln. So, ich schüch ihn aber jetzt ab. Super. Ja, ein bisschen dick ist der Knöchel schon, ne? Er ist sind schon sie dick, denn da drauf gefallen, oder? Ich bin gefallen. Ich dachte, ich kann fliegen und bin einfach nur gefallen. So, ja, ich glaube echt, ich bin so zusammengeknackst, ne? Gut, dann schauen wir da gleich nochmal drauf. So, dann machen wir da mal eine Cremchen drauf. So, dann schmieren wir das einmal auf die Knöchel drauf. So, machen wir da ein bisschen Wischwasch. So, und da auch nochmal ein bisschen drauf. So, dann kannst du hier mal einen kleinen Verband rummachen, damit es nicht so rumschmiert. So, da messen wir schon mal den Blutdruck. Oh, ich leg ihn hier einfach die Manschette drum. So, dann pumpen wir das ganze Ding mal auf. So, dann kriegen sie noch eine kleine Klammer an den Finger. So, dann können wir die schon mal abnehmen. So, dann schauen wir uns mal den Arm an. Setzen sie sich doch mal kurz hin. So. Gut, dann greife ich ihn mal kurz hinten zwischen die Arme. So. Mal bereit machen. So. Gut. Dann haben Sie sonst noch Beschwerden?
Ja, ich habe mein Morphium nicht bekommen. Kriege ich das jetzt? Oh, als Morphium, meine Jüse hier. Setz dich hin, nimm mal kurz den Pullover aus oder das Hemd. Nehmen wir einen kleinen Zugang. Ach, auch noch? Jetzt hört's aber auf. Ja, Morphium muss ja irgendwie rein, ne? Ach so, so geht das. Ich dachte, das kann man... Ich mache das immer mit dem Löffel, so, wissen Sie? Okay. Ich glaube nicht, dass es Morphium ist. Also, ich finde hier eigentlich echt ein gutes Klima, ne, um zu reden, ne? Weil hier ist auf jeden Fall das, was ich sehr verbreitet habe auf dieser Insel, ne? What? Richtig. Genau das ist hier. Tod. Ich will irgendwie nicht sitzen, wenn du mir sowas erzählst, ja? Okay, muss ich jetzt sterben? Kannst du jetzt irgendwas Dummes sagen, bitte, weil... Du laufst doch gerne, oder? Nö. Ich bin gerade auf meinem frühen Morgens Spaziergang unterwegs und hat jemand sein Auto vergessen. Wollte ich nur mal so melden. Ihre Zeit ist abgelaufen. Auf Wiederhören. Shit, mein Auto steht ja echt noch da vorne, Digi.